Jo, hallo liebe Freunde hier bei Let's Play FIFA 14, Bier Goalkeeper im Karrieremodus mit mir, dem Partizan LP. Es geht weiter auswärts gegen den FC Thun und wir müssen wieder mal 3 Punkte einholen, oder? Haben wir das letzte Spiel gegen Basel sogar gewonnen? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Egal, wir spielen in den blauen Trikots gegen die roten. Was eine Übung wartet jetzt auf uns. Ach, okay. Ja, wenigstens ins Tor gemacht. Schön wäre es, wenn wir da das Schild treffen. Machen wir aber nicht, wir machen einfach weiter. Wir sind ein Tormann und es ist winterlich, sehr, sehr winterlich. Und der Anstoß auch schon gemacht. Wir in der Tabellensituation, unser Ziel einfach den nächsten Platz noch erobern. Der ist, glaube ich, 5 Punkte circa weg. Das wäre ganz schön, wenn wir da einfach nur vorrücken, weil Europa League Plätze sind meilenweit weg. Die werden wir uns nie holen. Was für uns spielerisch jetzt nicht ganz wichtig ist, da wir dann ja auch wieder zurückkommen zu den Münchner Löwen, auf das ich schon gespannt bin, auf welchen Tabellenplatz die sich dann befinden. Weil aus dem Cup sind wir draußen, also international wird da gar nichts mehr laufen. Und wir stießen an die Stange. Natürlich kommt da sofort in der ersten Situation jede Menge Pech dazu. Kann er frei abziehen. Und das gibt jetzt Eckball von der rechten Seite. Die Nummer 8 macht den. Und da versucht er ihn mit dem Kopfball reinzubringen. Das muss schon, weiß ich nicht, da muss viel Wucht im Nacken sein, damit der so ankommt, dass der gefährlich wird. Aber wir machen weiter Druck über die linke Seite. Die Flanke kommt nicht mal ins Aus, also bleibt hängen in der Verteidigung. Wir haben eine 5,1 Bewertung, wahrscheinlich weil der Winter so kalt ist, dass die Punkterichter reihenweise die Bewertung 10, 9, 8, 7, 6 und jetzt auch die 5 verbrennen. Hat so den Anschein jetzt schon bei 4,9, finde ich wenig frech, weil nach 12 Minuten kann man nicht sagen, oh meine Güte. Nach 5 Minuten, 13 Minuten kann man nicht sagen, wie gut ein Tormann spielt, wenn er noch keinen Ballkontakt hatte. Wollt ihr mich verarschen, FIFA? Das ist ja eine bodenlose Frechheit hier. Naja, konzentrieren wir uns weiter nicht auf unsere Bewertung, sondern auf die Mannschaft, unsere Leistung, meine Freunde. Was auch gerade war, die Welttorhüter-Abstimmung Dingensdings. Und die hat Manuel Neuer gewonnen. Manuel Neuer, aktueller Welttorhüter des Jahres. Und kommt er ran. Abgeblockt. Kommt aber nicht mehr zu unserem Spieler. Er hat schon bei 4,2 hinten. Vielleicht sollten wir es bewegen. Vielleicht ist... Schau, Punkterichter. Schau, FIFA. Wir bewegen uns im Kreis. Mehr haben wir einfach momentan nicht zu tun. Außer diesen Ball schön abzufangen, bevor der Gegenspieler ankommt. So, Sanogo am Ball, der auf Schneufli oder Schneufli. Und das gibt sogar Einwurf für die Gäste. Für einen Torhüter immer unangenehm, wenn er im Winter oder im Regen wenig zu tun hat. Man muss versuchen, sich warm zu halten. Und das ist gar nicht so leicht, besonders nämlich in den Schuhen, wenn sich das ein bisschen nass saugt. Und in den Handschuhen natürlich. Jetzt bei Schnee jetzt nicht sonderlich ein Problem, aber bei Regen und Kälte, da ist es extrem schwierig, die Hände, die Fingerspitzen warm zu halten, dass man das Gefühl behält für eine... Für den Ball, dass man ihn schön rausfischt, das kann richtig tückisch werden. Natürlich gibt es bei den Handschuhen dann extra Belag, die Ulsport Aquasoft zum Beispiel, die hatte ich immer.
Die waren immer toll für feuchte Spiele, für Regen. Die haben einfach, da hat man kaum einen Unterschied zu Trockenverhältnissen und Nassverhältnissen verspürt. So, jetzt kommt er. Nein. Schön abgedeckt von Sanogo. Okay, da war Glück dabei, aber ich glaube, so eindeutig. Oh, doch. Zwei Schritte zu weit vorne. Assistent musste das sehen. Das hätte ein blinder Fisch gesehen. Ah, die Pässe bei uns, die kommen momentan einfach gar nicht ran. Nach einem eigentlich ganz passablen Länderspiel gegen Italien mit der österreichischen Nationalmannschaft sind wir auch dafür motiviert, dass wir da schön spielen, dass wir da keine Fehler machen, konzentriert bleiben, keine zwei Tore kassieren. Das wäre mal gut für Selbstbewusstsein. Im Gegensatz kommt beim FC Thun einfach jeder Ball an. Selbst abgefälschte Bälle kommen nochmal an. Und dann spielt man mir so einen Ball her. Den muss ich nur ungezielt rausdreschen. Der wird wieder abgegrätscht, dieser Pass. Baldi ist die erste Hälfte um. Viel Mittelfeldgeplänkel. Richtige Mittelfeldschlacht eigentlich. Keiner traut sich so wirklich einfach mal risikoreich nach vorne zu spielen. Die Mannschaften tasten sich gegenseitig so ein wenig ab. Warten, welche Taktik spielt man, welche Aktionen setzt man, wie reagieren die Mannschaften. Ist alles noch ein wenig zögerlich, da muss man sich noch ein wenig einspielen. Und da eine Top-Parade des Tormanns. Wer steht da im Tor? Fai Firi, wie hieß der? Irgendwoher kenne ich den Tormann. Vielleicht kommt er jetzt an den Ball. Jetzt wieder abpfeifen der Schiri. Noch nicht. Er gibt uns noch eine Chance. Aber nicht, wenn wir zu viel zurückspielen. Ja, toll gemacht. Toll gemacht, Nummer 23. Da klatschen wir direkt. FC Thun gegen Luzern 0-0 momentan. Und St. Gallen führt gegen Aarau und die Grasshoppers gegen Young Boys Bern. Spielen momentan 0-0 unentschieden. Aber es sind ja nochmal bei allen drei Begegnungen 45 Minuten zu spielen und die beginnen jetzt wieder. Ich hasse es ja auch, also hassen, ich hasse es, nee, nicht hassen, ich mag es einfach nicht wirklich im Winter im Stadion zu stehen, weil ich bin einer, der zieht sich gern das Trikot über und nicht den Pullover mit Mannschaft und so weiter, sondern wirklich das Trikot, da ziehe ich mir immer so ein Thermal-T-Shirt unter Bayern, so ein hautenges, das man fürs Laufen verwendet und so weiter, was ich halt früher im Tor auch immer verwendet habe, und dann nochmal ein normales Baumwoll-Shirt und dann das Trikot, das ist dann trotzdem immer noch meist kalt, aber mit einem Schal geht das dann schon. Und ich mag das dick anziehen einfach nicht. Ich bin viel lieber im Stadion, wenn man nur im Trikot da ist. Also und Hose inklusive und dabei. Nee, ich gehe ohne Hose ins Stadion. Dann ist das einfach viel chilliger. Oder mit der kurzen Hose einfach. Frühling ist sowieso die beste Fußballsaison meiner Meinung nach. Angenehm warm, nicht so heiß, perfekt selber zu spielen, perfekt zum Stadion gehen. Da kann man nichts falsch machen im Frühling. Frühling, du bist toll. Du hast meinen Daumen hoch. Ich freue mich übrigens auch über jedes Daumen hoch bei meinen Let's Play Videos natürlich. Gebt mir Feedback, dass ich noch mehr machen soll und dass euch die Let's Plays gefallen. Nur so am Rande. Und jetzt kommt Mundwiller für Rengli. Also unser Profispieler, die Nummer 23, der jetzt am Ball ist.
Mal nach links, mal nach rechts. Jetzt passt er mal ab. Ausnahmsweise war er mal so gnädig. Und die nächste Ecke. Wir wieder auf eine 4,2 Bewertung runtergefallen. Also ich verstehe das nicht ganz. Schade, schade, schade. Ich dachte, der geht jetzt sicher rein, aber zu lasch und er wäre auch daneben. Luzern 6 Schüsse, FC Thun 0 Schüsse. Das ist mal eine Bilanz. Nicht mal einen Schuss aufs Tor geschafft. Die Hausherren. So sollte man zu Hause eigentlich nicht spielen. Da kommen wir vorher ran, kicken den ein wenig um. Ah, damit, rechts ist keiner frei und spielen wir ihn mal weit nach vorne. Aber auch erfolglos geblieben eher. Ja. Beide Mannschaften, man merkt es, richtig ideenlos. Weiß gar nicht, was da ist. Bettig rein, Sanogo raus und Bosanic bei uns rein und Winter raus. Ja, Winter bleibt aber dennoch da. Nur ist das der naturwissenschaftliche Winter. Ich weiß nicht, was wir da tun sollen. Ich kann leider nicht ins Mikro schreien und sie so richtig direkt motivieren. Ich kann nur sagen, hey Jungs, weiter, 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 aber die reagieren dann nicht drauf. Wahrscheinlich bin ich ihnen zu jung als Tormann der österreichischen Nationalmannschaft. Vielleicht ist ein bisschen Neid dabei. Habe ja sofort den Tormann, den Stammkeeper anscheinend bei den Schweizern weggedrängt oder der hat einen Transfer gemacht. Weiß es jetzt auch nicht genau. Verdribbelt den Ball und wieder, den muss man einfach dann sofort, sobald man den Ball hat, zur Sicherheit auf die Seite spielen, dann geht man kein Risiko ein, dann kann nichts passieren und ja, nicht wie jetzt gerade in circa drei Situationen hintereinander. Mann, die Nummer 23, die gehört einfach raus. Die gehört raus, die hat keinen Plan von Fußball. Dass man das schnell spielt, der versucht es schnell, der versucht das Ball, das Spiel schnell zu machen. Der kommt mit Glück durch. Und jetzt der Einwurf. Und die nächsten Auswechslungen. Oh, nächster Wechsel, Rangelow kommt für Lescano rein. Neue Offensivkraft. Vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung. Aber wäre jetzt gerade jetzt auch nicht gar so berechtigt. Aber jetzt vielleicht die Nummer 8 war sowas von frei. Und jetzt sehen wir Favre heißt er, oder Favre. Ist das ein Ungar? Kann das sein? Okay, boah, das ist ein großgewachsener Spieler. Bei den FC Thun. Wie heißen die, die eigentlich in Mehrzahl? Thuna? Tunesier? Tunesen? Tunesier. Und schon wieder eine Parade. Der darf sich jetzt auszeichnen und die Mannschaft des FC Thun kann sich da auch herzlich bedanken, dass der die momentan im Spiel hält mit diesen zwei Paraden, weil so hat nicht wenig rausgesehen, aber die zwei Schüsse, die gefährlich geworden sind, die hat er einfach sicher gehalten. Und das ist im Winter, wenn man da nicht warm gespielt ist, gar nicht so leicht. Wenn wenig Schüsse aufs Tor kommen, ist das nie leicht. Und die nächste Parade, der war auch ein bisschen zentral geschossen, ein bisschen zu zentral in die Mitte. Ferreira,
Beste wäre ja, wenn wir in der 90. jetzt das Tor kassieren, oder? Es wird auch nur eine Minute nachgespielt. Das ist kaum eine Torchance mehr. Außer ich verschätze mich da gerade. Einwurf nochmal für den FC Thun. Ganz in der Nähe jetzt nochmal ein Austausch. Schnäuwli für Schnäuwli. Spielen da zwei? Der C und der M. Kann kein Zufall sein. Die müssten fast verwandt sein, oder? So. Was haben sie vor? Geht doch besser an den Spieler ran. Hallo. Und jetzt ist es aus. Jetzt ist es aus. Einmal der Ball noch nach vorne. Oder gar nicht mehr nach vorne. Schiedsrichter pfeift ab. Mit einem, ich sag mal, völlig ideenlosen und langweiligen Spiel. Und eine Bewertung von 5,0. Ja, schaut euch das an. 0 Tore, 0 Schüsse. 0 Schüsse aufs Tor. Aber in Young Boys hat sich auch sehr, sehr wenig getan. Jetzt schauen wir mal. Wer ist der nächste Gegner? Der FC Aarau, glaube ich, dürfte das sein. Oder? Ja. Also, ich sage auf jeden Fall, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr auf mich. Euer Patzian LP. Tschüss, Leute.